Letztes Kapitel, das letzte Abenteuer. Ah, es wird lauter. Es fängt gleich an, sich zu bewegen. Schnell springen wir auf. Ah. Hey, sieh dir das an. Der Zeitturm. Endlich. Wir sind auf dem Weg. Da fahren wir jetzt hin. Wir sind fast da. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Hey, da oben. Die Spitze des Zeitturms glüht rot. Was könnte das sein? Machen wir Dampf. Und da kommt schon die epische Musik vom Zeitturm. Das ist der Eingang zum Zeitturm. Ah, der Boden wackelt. Ist es vorbei? Woher kam diese Erschütterung eigentlich? Das erinnert mich an etwas. Raptin hat mal etwas darüber gesagt. Er sagte, dass die Zeit sei außer Kontrolle geraten, weil der Zeitturm einzustürzen begann. Die Erschütterung, die wir gerade gespürt haben. Der Zeitturm könnte bereits einstürzen, während wir uns hier unterhalten. Wir müssen uns beeilen. Wie viele Sachen kann ich eigentlich noch lagern? Nur einen Teil, okay. Habe ich eigentlich noch ein paar Belebersamen hier? Ah, einen habe ich noch. Den nehmen wir jetzt mal noch mit. Und hoffen wir einfach mal, dass 3 Belebersamen für die Alga reichen. Zeitturm, Ebene 1. So, gleich Ebene 2. Wenn da schon mal eine Maronbeere am Boden liegt, dann nehmen wir die auch mit. Ich nicht so viel. Aufheben kann ich nichts mehr. Da findet man den Reinsamen und ist direkt neben der Treppe. Das müssen wir jetzt nicht wirklich brauchen. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Schattendialge und Dialge? Gibt nicht wirklich einen, außer dass das Schattendialge ein bisschen. Ja. Also von der Stärke her sind sie ziemlich gleich stark. Ansonsten gibt es da nur lore-technischen Unterschied. Zeitturm hat er auch 15 Ebenen, oder? Ja, ganze oder einzelne Abschnitte? Der erste Abschnitt erstmal. Ich weiß, dass da noch die Zeitturmspitze oben drauf steht. Hier steht einmal Zeitturmkurbel sind 10 und Zeitturmspitze sind 13. Da liegt ein Belebersamen. Den nehmen wir doch auf jeden Fall mit. Schandial ist also die Algen nur mit anderen Farben. Ja, prinzipiell. Reinsamen sind praktisch.
Eigentlich haben wir Handy. Wie viele Pokémon sind hier eigentlich gerade? Keine Ahnung. Genug. Ein Grimmsamen. Oh, das ist auch nett. Können wir für einen Bosskampf benutzen dann. Ich kenne nicht so viele. Ich glaube, ich esse lieber mal eine Siedelbeere, weil ich habe mir gerade ein bisschen zu wenig Quartier hier. Wobei Fliege hat auch mir gerade nicht wirklich so viel mehr. Ebene 8. Die Viecher hier halten auf jeden Fall schon mal eine Menge aus. Ich kann sie nicht one-hitten. Ebene 9 mit Sonne. Fast geschafft. Ich meine, der normale Zeitturm hatte 15. Oh, Level 37. Oh. Ich krieg meinen Ladungsstoß. Okay, dafür mache ich sogar mal meinen Hauptangriff weg, nämlich den Donnerschock. Ein Heavy End. Auch Level 37. Ich habe einen Ladungsstoß. Immerhin. So ist ja nicht umsonst meine stärkste Attacke. Na gut, meine stärkste Attacke ist der Donnerblitz, aber Ladungsstoß ist so ziemlich die nützlichste, die ich habe. Das habe ich. Okay, da können wir den jetzt auch gleich mal benutzen. Und er geht gleich zweimal daneben, yay. Irgendwas pullen die mir über Schatten, die er gesagt. Überhaupt nicht overlevelt. Geldgummi liegt hier rum, einfach so. Den nehmen wir wirklich erst recht mit. Alles, was gut ist, mitnehmen.
Glück mit den Treppen. Schlafsamen können wir immer brauchen, gerade bei Bosskämpfen. Okay. Erster Abschnitt vom Zeitturm ist geschafft. Das waren 2x13 Ebenen dann hier. Jetzt laufen hier schon Porygon 2 rum. Oh, und Brutalanda. Ups, ich wollte in die Attacken reingehen. Dann ist er schon bei der Spitze. Ja, ich bin Spitze Ebene 4. Ich bin nur 6 Ebenen. Ich hätte gemeint, die Spitze hätte nur... hätte 13 auch, aber gut. Und Porygon Z laufen hier auch rum. Ja. Metagross. Steine als TM. Eine der nutzlosesten Attacken, die man im Mystery Dungeon kriegen kann. Auch wenn sie im regulären Spiel eine super Attacke ist, aber im Mystery Dungeon definitiv nicht das beste Item. Und auch definitiv nicht die beste Attacke. Ups. Ist auch egal. Ebene 8, Ebene 9. Ebene 10. Doch langsam.
das hier und ich habe die Treppe gefunden. Ja, es waren tatsächlich nur 10 Ebenen. Zeit zum Kuppel. Ist dies die Spitze des Zeitturms? Wow, Blitze! Sieh dir den Himmel an. Es ist unglaublich. Da wirbeln rote Wolken durcheinander. Es ist schon wieder passiert. Es fühlt sich an, als würde jeden Moment der Turm auseinanderfallen. Es ist Zeit. Sieh mal, dort drüben. Könnte das sein? Es hat etwas Seltsames, Mystisches an sich. Dort ist ein großes, kreisförmiges Muster. Innen sind Vertiefungen, die aussehen, als wären sie herausgemeißelt worden. Was ist das? Einen Moment mal. Die herausgemeißelten Vertiefungen sind insgesamt 5. 5 Vertiefungen, das bedeutet... Was? 5 Vertiefungen? Das ist es. Wenn ich die Zahnräder der Zeit in diese Vertiefung einsetze, dann können wir vielleicht finden, dass die Zeit stehen bleibt. Okay, ich mache es. Wow. Wow, es ist plötzlich finster geworden. Ah, ihr seid es. Ihr strebt die Zerstörung des Zeitturms an. Was? Mitnichten. Wir sind gekommen, um zu finden, dass die Zeit stehen bleibt. Zeit stehen bleibt. Zeit. Dialga. Ihr wagt es, nach der Zerstörung des Turms zu trachten? Nein, das stimmt nicht. Wir wollen verhindern, dass der Turm kollabiert. Schweigt an alle, die den Zeitturm bedroht. Ich werde euch keine Gnade gewähren. Es hat keinen Zweck hier. Er hört uns absolut nicht zu. Dialga verliert die Kontrolle, weil die Zeit zusammenbricht. Aber dieses Pokémon ist nicht der Schattendialga, dem wir in der Zukunft begegnet sind. Die Macht der Dunkelheit hat es noch nicht völlig überwältigt. Es gibt dann immer noch eine Chance, Dialga zur Vernunft zu bringen. Es gibt noch Hoffnung. Es greift gleich an, Kilian. Epische Bosskampfmusik incoming. Ja, so. Schritt 1. Wir spammen Agilität. Dreifaches Tempo und vierfaches Tempo. So. Jetzt fixieren wir den Ladungsstoß. Paralysieren ihn erstmal. Ladungsstoß ist alle, aber egal. So. Als nächstes. Wir haben doch hier irgendwo noch einen Schlafsamen. Den werfen wir jetzt einfach mal. Und gute Nacht, Dialga. Moment, ich könnte ja eigentlich auch mit Durchbruch draufhauen. Das ist ja sogar sehr effektiv. Hat ja nur 2 Schwächen, der Gute. Oh, und wir haben ihn schon besiegt.